Ja, mal Leute, euer Wenigst am Start und wir spielen eine Runde Master Nuen und wir müssen überlegen, ob wir Turn 1 leveln wollen. Lasst uns das doch tun. Wir starten direkt auf Level 2. Okay, wir kriegen Murlock Holmes. Wenn ich jetzt richtig tippe, er hat unentschieden gespielt gegen ihn. Er hat einen Drachen gehabt. Dadurch, dass er unentschieden gespielt hat, es könnte nichts sein. Aber warum hat er dann unentschieden gespielt? Wenn er einen Drachen auf dem Board hat, muss er Tavern-Tipper gehabt haben. Und dadurch kann ich jetzt hier ein Double Buy machen. Coin, den nehmen und in der Reihenfolge spielen. Das ist doch schon mal kein schlechter Start. Normalerweise diese Nichtskarte kriegt man eigentlich wirklich nur, wenn der Gegner wirklich mal nichts hat. Das ist das erste Mal, dass ich die angezeigt bekommen habe, obwohl der Gegner was hatte. Sehr interessant. Okay. Holy, holy moly. Ich meine, ich könnte jetzt einen One-Drop kaufen, diese Runde. Ich könnte die Hero Power drücken und next turn Double Tet spielen. Das ist schon ganz stark, oder? Den One-Drop spielen, buffen und für next turn Honcho Double Tet. Also die Murloc-Route ist geebnet, würde ich sagen. Okay. GG, let's go. Okay. Mal gucken, was unsere Quest ist. Das ist natürlich sehr nice mit Murlocs, ne? Die sind alle ganz okay. Demons und Drachen werde ich nicht spielen. Also ist es wahrscheinlich eher die Murlocs summonen, als dass Minions sterben. Ja, machen wir das. Extra Money. Dann muss ich die aber diese Runde durchrollen, damit ich mehr Money kriege, oder? Habe ich den Hornshow leider natürlich nicht auf dem Board dann. Oh. Ja, vielleicht ganz gut, dass ich jetzt nächste Runde erstmal in Ruhe leveln kann. Bevor ich triple. Wobei, ja, ich muss den auf der Hand halten. Es ist okay, hier zu verlieren. Wir leveln nächste Runde. Wir entdecken einen 4-Drop, denke ich. Das könnte ein Primal Fin oder ein Toxfin sein. Toxfin auf Warleader wäre super zum Beispiel. Wenn es irgendwas anderes Tempomäßiges ist, ist es auch okay. Ein Randall, ein Reef Explorer wären gut. Eine Elise wäre wahrscheinlich noch okay. Ja, wir gucken mal. Lol. Ich habe meine goldene Unit auf der Hand gehalten und ich habe trotzdem noch eine höhere Win-Chance. Das ist krass. Make something golden. Ja, die muss man nehmen. Wait a second, ich kann einen 5-Drop entdecken. Golden 5-Drop incoming. Na, schade. Was kann ich denn bei meinem Gegner klauen? Nichts Geiles, ne? Da kann ich auch nichts Geiles klauen. Dann ist es Golden Agam. Schade, passt nicht ganz in den Plan rein. Wenn das ein Bran gewesen wäre, wäre das an dieser Stelle GG gewesen. Goldener Bran, Turn 5, insane. Goldener Nomi, Turn 5, insane. Goldener Lilrak, auch insane gut. Ja, ich glaube, die wären es gewesen. Goldener Lightfang wäre noch okay gewesen. Golden Lightfang, Golden Bran, Golden Nomi, Golden Little Ragnaros. Das wären die Dinger gewesen. Aber egal. Wir suchen uns jetzt was, was Bloodgems generiert. Und dann gehen wir halt die Menagerie-Route runter. Wir haben Bronze Warden, wir haben Crackling Cyclone als Super Menagerie-Units. Dann passt das schon irgendwie.
Doch, doch, das können wir auch machen. Es kommt immer anders, als man plant. Ja, gut. Das ist schon interessant, ne? Leroy. Ich roll den Ted mal durch. Boah. Und jetzt ist die Frage. Ich nehme Bonker mit, freeze die beiden und kauf nächste Runde einen Bronze Warden, einen Leroy und fang an, Menagerie zu scalen. Insane gut gerade. Ich muss noch zwei Units beschwören, dann kann ich auch beliebige Units sammeln, die Divine Shields haben. Auch geil. Man kann sich ja dann überlegen, es gibt eigentlich keine Demons mit Divine Shields, aber ich könnte mir irgendeinen beliebigen Demon mit Divine Shield nehmen. Und ich könnte mir irgendeinen beliebigen Stacheleber, der mir Blood Gems gibt, mit Divine Shield nehmen. Und vielleicht auch noch einen anderen Murloc mit Divine Shield. Und dann Gemsplitter spielen. Ich könnte Gemsplitter Menagerie mit goldenem Agam spielen. Alles Divine Shield. Let's go. Schade, nur einen Blood Gem. Ah, läuft, läuft, läuft. So. Dann cyclen wir wohl wieder für Gold, wa? Das ist halt ein super starker Buff auf meinem Board. Ich lasse nächste Runde Honcho gehen. Ich muss mal gucken, ob ich noch auf dem Weg einen Demon mit Divine Shield finde. Oder einen Gemsplitter. Ja, das würde ja reichen. Ein Gemsplitter wäre insane, wenn wir den finden. Okay, wir kriegen Double Gem. Das ist super. Und wir gewinnen auch sehr sicher. Der Leroy tradet und gewinnt. Das ist witzig. Er kriegt jetzt seine Quest und er hat Victim Spectre. Soll mal schauen, was er damit machen kann, ne? Also, wir suchen Gemsplitter. Gemsplitter wäre mega und wir kommen auch easy an Divine Shields dran. Ja, noch ein Divine Shield auf dem Bonker sowieso gut. Ist es nicht? Hm, so können wir dem nachträglich, wenn wir ihn trippeln, einen Divine Shield geben. Ist doch auch okay. Spiele ich ihn, ihn oder ihn? Max sind nicht drin, heißt, ich werde dem niemals ein Shield geben können. Der wäre schon gut. Aber ich brauche den Flex-Spot halt. Sonst müsste ich Leroy gehen lassen. Oh, der Bonker mit einem fertigen Divine Shield. Den nehmen wir doch mit. So, dann scalen wir ein bisschen. Waren das Stats, Alter. Nice one. Ja, man kann jetzt so spielen. Greedy gehen. Ich glaube, wir verteilen jetzt 15er Schellen. Bam. 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 So, die zwei Gems holen wir uns. Oh, ich hätte den Leroy weiter nach hinten stellen sollen. Damit der nicht stirbt. Aber wir machen sowieso 15. Insane gut. Da ist der Triple, den ich brauche. Zack. Zack.
Genau, Triple, damit hat jetzt die Unit Poison Divine Shield, das ist super nice. Wir können eine Runde mit dem Bonker auch noch aufs Board gehen. Was soll der Quatsch? Ich verkaufe den. Wir suchen den letzten Bonker. Ja, Bonker Triple und wir suchen immer noch Gem Splitter. Wir haben jetzt fast ein komplettes Divine Shield Board. Zur Not muss der Ringmatron gleich gehen. Geht dann leider nicht anders. Wichtig ist, dass wir hier drei oder vier Blood Gems rauskriegen aus dem Bonker. Was freeze ich hier gerade eigentlich? Gar nichts. Ich hatte den Murloc gefreezed, weil ich nicht wusste, ob ich den schon kaufen kann. Ah, ungefährlich. Gem. Gem, der muss halt beim ersten Hit überleben, das wäre super. Der hätte die eine Unit, die über 21 Attack hat. Genau die eine Unit. Alles andere hätte der überlebt. Naja, einen Gem weniger. So, Bonker Triple wäre geil. Wenn wir den nicht finden, müssen wir wahrscheinlich den Demon gehen lassen. Was jetzt kein Weltuntergang ist, aber wäre halt schon nice. Refresh, der spielt keine Stacheleber und mein letzter Gegner hatte, wo ist er? Hier unten. Full Drachen, ne? Ja, dann können wir lieber das machen. Kannst nicht an die rankommen. Der Gemsplitter ist es. Wir müssen den mitnehmen. Frage ist, ob man sich von dem Bonker trennt oder von dem Ringmatron. Ich glaube, von dem Ringmatron. Was haben wir potenziell? Wir kriegen hier potenziell 4 Gems. Potenziell. Maximum wäre 4 Gems von dem Bonker und 5 Gems vom Gemsplitter, wenn wir es schaffen, dass der Bronze Warden respawnt durch seinen Reborn-Effekt und nochmal was tradet. Könnte, wenn der. Wir verlieren die Bonker-Sachen. Der lebt noch. Jetzt stirbt er. Ah, ist okay. Gut, wir gewinnen. Weil der Poison einfach easy das holt. Ja, wir haben weniger, deutlich weniger Gems gekriegt als möglich, aber wir haben ordentlich abgeräumt, das muss man schon sagen. Ja, wir suchen jetzt den Bonker, ne? Leveln bringt mir Gems. Ja, dann lass uns doch leveln. Schön. Gucken, ob wir einen Bonker finden. Warum immer die ganz rechts außen? Ist das broken gerade? Freeze den, auch wenn wir gerade zwei Gold floaten. Goldener Gemsplitter und goldener Bonker sind das, was unser Bild noch braucht. Alles andere passt. Wir haben Scaling. Das sollte schon hinkommen, alles. Wenn wir es schaffen, den Bonker zu trippeln, dann können wir wirklich noch einen Demon aufstellen. Der beste Demon wäre natürlich eine Felbet, weil die selber ein bisschen mitscaled. Aber mir ist jeder Demon recht, der ein Divine Shield kriegt. Das ist ja eigentlich egal. Das heißt, auch ein Amalgam wäre auch super. Oder wir gehen auf 6 und suchen eine Manted Queen, die in einem Menagerie-Bild natürlich immer gut dasteht. Vielleicht muss der Bonker ohne Divine Shield nächste Runde gehen, wenn wir den nicht trippeln können. Da sind ein paar Stats auf dem Board, würde ich sagen. Und sehr viel Poison. Wisdom Ball Murlocs mit Golden Bran ist halt echt insane. Schade, der hätte den Murloc traden müssen. Oh, und der Bran proc't mein Shield. What the fuck? Alter, der hat ja so gut gehittet wie nur möglich. Okay, also, das wird unser Problemfall. Schade, hätte der hier das Shield gekriegt, wäre geil gewesen.
lass den Jumpsplitter gehen. Moment. Nur damit ich mit dem Board Space hier hinkomme. So. Mantid Queen oder Demon. Weder noch. Dann nehmen wir was Neutrales. Erst will nicht, dass der Gemsplitter Stats kriegt. Darüber darf der die kriegen von mir aus. Ich hatte gerade verloren, richtig? Yes, dann ist das hier Money. Verkaufen diese Runde oder nicht? Riesig für ein Amalgam. Nee, ich will einen Demon mit Shield. Demon mit Divine Shield. Oder Gemsplitter mit Divine Shield wäre auch geil. Oder halt Leveln und Mantle Queen suchen. Mal gucken. Ah, easy win. Jo, das Problem wird der Murloc Wisdom Ball Typ sein. Warum hat der den Teppich nicht komplett zerstört? Drachen brauchen wir keine. Dann das. Den noch. Poison. Nee. Bran, nee. Auch nein. Warum sollte ich mich selber countern, ist ja die Frage. Wie viele will der mir den? Jedes Mal kriege ich den und jedes Mal kriegt der Taunt. Na gut. Weil Double Gem Splitter mit. So können wir sicherstellen, dass selbst wenn einer gesniped wird, wir genug Gems kriegen. Scaling ist schon krass, muss man sagen. Jeder Gem gibt plus 2 auf 1, 2, 3, 4 Units, weil wir 4 verschiedene Klassen haben. Wir sind halt 4 Quillbohrer, aber trotzdem. Wir geben also plus 8 pro Bloodgem, den wir hier draufhauen. Und der Bloodgem selber bringt nochmal plus 1, plus 1. Also sind wir bei plus 9, plus 9 pro Bloodgem. Potenziell haben wir 10 Bloodgems. Also müssten wir plus 90, plus 90 pro Runde machen können auf unserem Board. Stat-technisch ist das insane. Ja, zu 100%. Er schießt rechts, um ein Combo-Piece, zum wie ein Baron oder sowas wegzuholen. Ist bei uns leider natürlich dann weniger Bloodgems für nächste Runde. Aber der Bonker macht schon einen guten Job. Ah, da gehen leider die Bloodgems jetzt verloren. Leider nur 5. Heißt plus 45, plus 45 next turn. Da ist er raus. Ja, klar, dass dieser Murloc-Typ insane krank ist. Spielen den Leeroy anstatt den zweiten hier. Macht schon Sinn. Warum komme ich gegen den Geist? Ist das broken? Eigentlich müsste ich gegen ihn kommen. Gibt zwar keinen Sinn, aber das erlaubt mir dann eine Runde länger noch auf Full Gems zu gehen. Den Leeroy tausche ich nachher für den aus dann. Haben die alle gleich auf den Buff bekommen? 45 mal den Agim Buff, der auch 45 mal, der auch 45 mal. Also plus 45 mal plus 2 plus 2 ist genau plus 90 plus 90, was die jetzt an Stats haben alle. Die teilen sich die natürlich ein bisschen, weil mehrere Stachelebenen, dann werden die Buffs halt gesplittet. Ja, nice one. Bitte, bitte da. Sehr gut, er countert sich selber. So, wir haben eine volle Hand Gems, das ist nochmal richtig Scaling. Warum auch immer, dürfte eigentlich, hätten wir schon den finalen Fight haben müssen. Das ist auch schlecht für uns, weil er kann nochmal eine Runde auch richtig scalen.
Und mit Wisdom Ball wissen wir, was für kranke Sachen passieren können. Ja, ist ja irrelevant. Jetzt wird's halt interessant. Oh, ne, die kriegt ein fertiges Divine Shield. Okay, ich habe mein Bild. Der kann gehen. Thorncaller da drauf gibt plus zweimal den plus 4, plus 4. Also, das ist schon 4 Stats. Alternativ könnte ich aber auch die 50-50 auf eine andere Unit packen. Bin mir nicht sicher, was besser ist. Glaube, es ist besser, die ganzen alle Units zu buffen. Also mache ich das lieber doch so. So, vielleicht kriegen wir noch ein paar Gems. Leider nein. Gucken wir mal. Ich hoffe nicht, dass er einen Blaster spielt, dann ist mein Leeroy tot. Wenn er einen Blaster spielt, muss ich. Noch nicht. Okay. Aber er könnte super einen Blaster spielen. Würde ihn auch sehr stark machen. Okay. Nein, proc doch das Schild nicht, Mann, aber wir gewinnen. Aber wir machen halt nicht genug Schaden. Ja, mit dem Blaster wird er stärker. Tunnelblaster, dann haben wir ein Problem. Dann leveln wir zweite Manted Queen oder so. Die sind alle drei interessant. Ich muss überlegen, ob ich den Leeroy gehen lasse oder nicht. Schick den Leeroy first. Bei ihm hat alles eigentlich Poison. Im Bestfall kriegt er. Er müsste. Entweder spielt er mit dem Blaster, dann countert er meine Shields alle. Oder er schafft es, den Baron Golden zu machen. Ich meine, ich habe vier verschiedene Klassen. Es wäre sowieso nicht unwahrscheinlich, dass die Demented Queen Divine Shield hätte. Also das ist jetzt gar nicht so ausschlaggebend. Aber so kriegt sie halt wahrscheinlicher Wind Fury. Und dann habe ich die Chance, dass sie vielleicht was killt. Doch, er hat den Blaster genommen. Ja, war klar. Das war halt leider klar. Ja gut, muss ich halt auch Selfless Heroes spielen. Das ist halt leider einfach so. Oh nein, du darfst alles. Er darf alles bumpen, außer das. Was muss gehen? Ich glaube, der Bonker muss jetzt gehen. Auch ein Selfless. Wir könnten auch mit dem Zap First gehen. Ich glaube, dass wir hier verlieren. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trades, wenn wir Glück haben. Und er hat halt mehr. Verdammt viel mehr. Den nach vorne, den nach hinten. Das Vieh kann halt bumpen, wenn es Reborn hat. Wenn er anfangen darf, habe ich sowieso verloren. Wenn ich anfangen darf, habe ich eine Chance. Oder? Ja. Na, besser kann er es gar nicht hitten. Ah, ja, jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. So, er hat noch 7 Trades auf dem Board. Oh, der muss was hitten mit Divine Shield. Scheiße. Der muss auch noch ein Divine Shield eigentlich bumpen. Ja, er gewinnt das knapp. Boah, die Hits waren so schlecht. Er hat auch den Counter für meine Divine Shields und. Er braucht den Dings ja gar nicht eigentlich.
Selfless. Selfless. Wo ist denn Selfless? Hallo, Selfless Hero. Ich kann keine Selfless Heroes finden, so eine Scheiße. Wenn ich First darf, verliert er halt zwei Divine Shields, weil ich den Baron instant raushole. Darf ich bitte trotzdem First? Warum darf der schon wieder First? Zwei Runden in Folge! Ah, Bullshit, Alter. Richtiger Bullshit. Das Ding muss ein Divine Shield. Der muss ein Divine Shield procken. Mann! Ey, wir sind so unlucky. Wir sind einfach sowas von todesunlucky. Er darf auch zwei Runden in Folge anfangen. Oh Mann, aber eigentlich eine coole Runde. Schönes Menagerie-Ding. Ja, was soll man gegen Wisdom Ball Murlocs? Macht man gar nichts. Aber naja, trotzdem eine gute Runde. Ich hoffe, die hat euch dennoch Spaß gemacht, auch wenn es nur ein zweiter Platz war. Wenn das so ist, lasst gerne ein Abo da. Glocke, Like nicht vergessen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus.